Ich grüße euch hier zu diesem neuen Video und zwar heute in einer komplett anderen Optik, denn wir kümmern uns heute mal um die Seitenspiegel und da habe ich heute mal ein ganz spezielles Produkt mitgebracht hier, das Soft 99 Mirror Coat Zero. Ab 0 km/h soll das hier schon abperlen. Das ist eine SiO2 basierte Versiegelung für die Seitenspiegel oder zum Beispiel hinten für die Rückfahrkamera und die soll ja bei geringsten Geschwindigkeiten bzw. eigentlich schon im Stillstand das Wasser von den Spiegeln und von den Glasflächen ablaufen lassen. Ich bin echt gespannt, kostet so um die 13 bis 15 Euro und hier sind 40 Milliliter drin. Wir werden das heute mal direkt gemeinsam ausprobieren, anwenden, testen und auch ein bisschen belasten und schauen, wie lange hält es überhaupt hier an den Seitenspiegeln und kann man es gut für den Einsatzzweck einsetzen, weil 40 Milliliter für 13 Euro, das ist erstmal ein ganz schön stolzer Preis und deswegen nehmen wir es heute mal gemeinsam unter die Lupe. Viel Spaß jetzt! Ja, hier haben wir den Außenspiegel von meinem Seat Leon sehr eckig gehalten und die Glasfläche schauen wir uns jetzt erstmal vorher an. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Wasser drauf und das hat auch viele von euch gestört und es gab auch so die eine oder andere Unterhaltung in der Community-Gruppe, dass diese Tropfen hier euch während der Fahrt einfach stören. Der Wind geht oben und unten hier am Spiegel vorbei, verwirbelt sich hier im Hintergrund, aber die Tropfen werden dadurch nicht von der Spiegeloberfläche runtergepustet. Damit steht hier konstant so ein Wasserfilm oder beziehungsweise so ein Tropfenfilm auf dem Spiegel drauf und das verhindert einfach die gute Sicht hier auf den rückwärtigen Verkehr. Den einen stürzt, der andere sagt, das stört mich nicht so, ich habe trotzdem eine gute Sicht, aber deswegen gibt es genau dieses Produkt, um diese Wassertropfen dann nach der Versiegelung nach unten laufen zu lassen und da bin ich echt gespannt, wie das am Ende aussieht. Wir werden jetzt auch im Hintergrund noch mal mit der Luftdruckpistole etwas Wind hier am Spiegel vorbeigleiten lassen und wir beobachten mal, ob hier diese Tropfen sich irgendwie davon beeindrucken lassen, weil sie ja eigentlich hier im Windschatten des Spiegels sind. Und ihr habt gesehen, hier auch bei so einer sehr hohen Windgeschwindigkeit, der Wind wird einfach hier aerodynamisch vom Spiegel weggeleitet und die Tropfen haben sich nicht einen Millimeter bewegt und das ist genau das Problem, was dann viele von euch so haben, dass sie dann aufgrund dieser Tropfen nicht so gut hier den rückwärtigen Verkehr beobachten können. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Bevor ihr hier das Mirror Coat Zero auftragt, müsst ihr erstmal den gesamten Spiegel reinigen, beziehungsweise natürlich auch diese Spiegelfläche. Wenn ihr zum Beispiel jetzt ein ganz verschmutztes Fahrzeug habt, dann ganz normal mit einem Shampoo erstmal drüber gehen. Wenn es geht, natürlich versiegelungsfrei, weil ihr würdet euch im Anschluss dann, wenn ihr das Ganze hier zum Beispiel mit dem CarPro Eraser nochmal entfettet, die Versiegelung so und so wieder hier runternehmen. Also ein ganz normales neutrales Shampoo ohne Versiegelung und jetzt ist der wichtigste Schritt, dass ihr hier diese Spiegelfläche nochmal mit einem Entfetter richtig schön reinigt bzw. die kleinen Fingerabdrücke und kleinen Fettfilm, der da vielleicht noch drauf ist, komplett entfernt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil diese SiO2 basierte Versiegelung hier auf diesem Spiegel wirklich 1:1 auf der Fläche haften soll und nicht noch irgendwelche kleinen Rückstände von Schmutz hier dazwischen sein sollen. Dann habt ihr hier ein ungleichmäßiges Bild der Versiegelung. Deswegen CarPro Eraser nehme ich jetzt einfach mal, weil der auch sehr gut dafür geeignet ist, diese Glasoberfläche schön zu entfetten und zu reinigen. Jetzt nicht wie wild hier einfach drauf rumsprühen, weil dann sprüht ihr euch hier unnötig die ganzen Kunststoffteile an der Seite ein. Ihr nehmt einfach ein kleines Waffeltuch und sprüht euch hier auf die kleine Ecke einfach ein bisschen CarPro Eraser drauf und reinigt jetzt sozusagen den Spiegel hier vor. Das lüftet dann auch von allein ab. Damit sprüht ihr euch nicht unnötig hier diese Kunststoffteile an der Seite voll. Das muss alles nicht sein. Und warum ein Waffeltuch? Ganz einfach, es fusselt halt einfach bei Weitem nicht so stark wie ein ganz normales Mikrofasertuch. Denn diese Oberfläche muss wirklich komplett fusselfrei sein. Sonst habt ihr dann diese kleinen Mikrofasern mit in der Versiegelung drin. Lasst das jetzt hier noch in Ruhe ablüften. Nehmt auch nochmal eine frische Tuchseite. Und dann könnt ihr schon loslegen hier mit dem Mirror Coat Zero. Im Inneren der Anleitung findet ihr auch nochmal bebildert die Schritt für Schritt Vorgehensweise. Wir nutzen das ja jetzt hier für die Seitenspiegel und da hat Soft 99 gleich mitgedacht, ihr könnt diese Verpackung gleich hier in diesen Außenbereichen des Spiegels fixieren und könnt damit diesen Kunststoffrahmen schützen. Das erfordert einfach ein bisschen Geschick, gleichmäßig um die Spiegelfläche einlegen. Das geht bei manchen Spiegeln einfacher, bei meinen sehr eckigen Spiegeln muss man hier einfach ein bisschen Geschick beweisen, aber das funktioniert sehr gut. Und jetzt empfehle ich euch auch, nicht die Öffnung hier am Boden zu lassen, weil das läuft ja nach unten, führt einfach das Ganze etwas zur Seite, dann sammelt sich nämlich hier das überschüssige Mirror Coat Zero auf dieser Pappverpackung, anstatt dann hier in den kleinen Zwischenraum zu laufen. Einfach so ein Tipp von mir. Damit habt ihr das schon komplett vorbereitet und damit können wir jetzt schon mit dem Auftragen hier von Mirror Coat Zero beginnen. Und damit können wir loslegen. Hier habt ihr die 40 Milliliter nochmal kräftig durchschütteln. Kappe öffnen und dann habt ihr oben diesen kleinen Sprühkopf mit dieser kleinen Düse und dann verteilt ihr das gleichmäßig in einem Abstand von ca. 15 cm. Der Abstand hier von Spiegel zu Papp
Fläche ist schon ungefähr 15 cm, da könnt ihr euch auch hier so ein bisschen daran orientieren. Jetzt ist es wichtig, das von oben nach unten gleichmäßig einzusprühen, aber darauf achten, dass nicht unnötig viel nach unten läuft. Also das erfordert am Anfang ein kleines bisschen Übung, aber ich denke mal, das sollte auf jeden Fall klappen. Versuchen wir es einfach mal. Ja, und so schnell geht es. Läuft dann langsam nach unten. Ich schaue mal hier nach. Nur zwei Tropfen sind dann hier auf die Pappoberfläche draufgekommen. Hat gut funktioniert. Ihr habt gesehen, das bildet so einen gleichmäßigen Film. Und jetzt sieht man das auch hier schon gar nicht mehr. Bildet jetzt so eine gleichmäßige Schutzoberfläche. Und das war's schon. Und das lassen wir jetzt komplett alleine ablüften. Das kann unterschiedlich lang dauern, je nachdem, wie hoch die Temperaturen sind. Wir haben aktuell so um die 20 Grad hier in unserer kleinen Halle drin. Und da warten wir jetzt die Zeit in Ruhe ab. Dann nach ein paar Minuten nehmt ihr hier diese Verpackung ab und dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Das muss mindestens eine Stunde aushärten im Sommer, also bei sommerlichen Temperaturen, so um die 20 Grad. Und im Winter wird angegeben, dass das hier mindestens zwei Stunden lang aushärten muss. Und wir haben ja jetzt 20 Grad hier drin, deswegen lassen wir es jetzt wirklich eine Stunde aushärten. Nochmal eine kleine Info für euch. In der oberen linken Ecke habt ihr gesehen, da hat ein Teil gefehlt. Da habe ich dann nochmal nachgesprüht. Das ging ohne Probleme. Also wenn ihr irgendwo seht, dass da eine Stelle nicht 100% getroffen wurde, einfach nochmal einen kurzen Spray geben und dann funktioniert das auch gut. Ihr seht jetzt richtig, wie dieser kleine Film sich immer weiter nach unten von der Fläche wegbewegt und somit härtet diese Schicht von oben nach unten gleichmäßig aus. Das hat echt gut funktioniert. Das waren ungefähr, sagen wir mal, maximal 10 Minuten, die das gedauert hat. Ist auch nicht unbedingt temperaturabhängig. Man muss es einfach nur in Ruhe aushärten lassen, dann funktioniert das auch. Ihr seht im Hintergrund, und rennen wir ein bisschen durchs Bild und bereiten schon ein paar andere Videos vor. Aber hat gut funktioniert und dann ganz wichtig, eine Stunde aushärten lassen. Und ja, dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Und dann sind wir hier zurück. Nach 90 Minuten, anderthalb Stunden haben wir das jetzt hier wirklich in Ruhe aushärten lassen, haben dabei ein paar andere Videos gedreht, konnte jetzt in Ruhe hier abtrocknen. Und da seht ihr vielleicht auch schon hier aus dem Winkel so einen ganz leichten, milchigen Film, der auf der Fläche drauf ist. Wir haben jetzt hier die Schärfe komplett auf das Spiegelglas hier auf meinen Finger gelegt und da muss ich sagen, sieht man hier ganz deutlich, vor allen Dingen von der Seite, so einen ganz leichten, milchigen Film. Den zeige ich euch jetzt nochmal. Und hier könnt ihr das ganz gut erkennen. Ihr seht erstmal hier diese leicht milchige Oberfläche und dann seht ihr auch nur diese ganz kleinen Spritze, die entstanden sind, obwohl das hier gleichmäßig nach unten gelaufen ist. Also ihr habt so einen ganz leichten, milchigen Film. Den seht ihr aber wirklich nur von der Seite, weil wenn wir jetzt einfach mal wieder nach vorn gehen, dann seht ihr den schon gar nicht mehr. Also der ist dann schon nicht mehr vorhanden. Die Schärfe liegt wieder auf dem Spiegel drauf. So ganz leicht zu erahnen ist er auf jeden Fall. Aber ihr habt trotzdem eine klare Sicht, wenn ihr hier dann von innen vom Fahrzeug nach außen schaut. Das funktioniert. Jetzt kommen wir hier zur Stunde der Wahrheit. Ich habe mir hier die Sprühflasche vorbereitet und wir sprühen jetzt einfach mal auf die Fläche auf. Ja, Lars beobachtet es auch gerade. Also normalerweise müssten wir jetzt hier ein paar Tropfen auf dem Glas drauf haben, aber es ist absolut nichts zu erkennen. Es bilden sich keine Tropfen auf der Glasoberfläche, da bilden sich hier oben in dem Bereich schon viel mehr Tropfen. Lasst euch nicht täuschen, das hier an der Seite ist die Spiegelung. Hier sind keine Tropfen drauf. Wir werden auch nochmal die Kameraposition verändern. Ich habe hier die Seitenscheibe nochmal abgedeckt mit einem Tuch, damit wir diese unangenehme Spiegelung nicht bekommen. Da seht ihr hier, es bleiben absolut keine Perlen auf der Fläche zurück. Hier an der Seite habt ihr wieder die Spiegelung vom Kunststoff. Also wirklich, bin ich gerade ein bisschen beeindruckt, da hat Soft 99 wirklich nicht zu viel versprochen. Sieht richtig gut aus. Schauen wir hier nochmal nach. Ja, hier hält absolut gar nichts. Der Spiegel ist wirklich absolut trocken. Das Wasser kommt ja normalerweise nicht von der Seite und trifft dann so auf den Spiegel, sondern es kommt ja von vorn während der Fahrt. Und da wird Lars jetzt mal von links sozusagen das Wasser auf den Spiegel sprühen. Und ich werde mal schauen, ob sich dann hier im Hintergrund im Windschatten irgendwas sammelt. Auf der Spiegelfläche. Und ihr seht, es bleibt absolut nichts auf dem Spiegel drauf. Das sieht gut aus. Wasserstopp. Schauen wir nochmal hier als Beweis. Ich nehme ein ganz trockenes Mikrofasertuch und wische einfach mal über den Spiegel. Und hier ist nichts auf dem Tuch drauf. Also das ist immer schwer zu filmen durch die Reflexion, aber ihr seht nochmal hier auf dem Tuch, auf der Spiegelfläche ist wirklich null drauf. Das funktioniert super. Eigentlich wollten wir jetzt so einen kleinen Belastungstest durchführen, werden wir auch gleich machen. Aber ihr seht vielleicht schon hier in der Mitte, befinden sich schon wieder Tropfen auf dem Spiegel. Warum? Ich bin ja gerade mit dem trockenen Tuch nur ganz, ganz vorsichtig, tupfend über diese Fläche drüber gegangen, um zu schauen, ob noch Restfeuchtigkeit auf der Fläche drauf war. Und da
muss diese Fläche schon leiden. Also dieser Film ist extrem sensibel. Ich denke mal, wenn wir jetzt hier gleich so einen anschließenden Belastungstest machen, reibe ich das komplett wieder runter, obwohl es jetzt wirklich lange genug aushärten konnte. Aber ihr seht hier im mittleren Bereich schon die kleinen Tropfen. Wir schauen uns das auch nochmal aus der Nähe an. Ihr seht hier genau den Bereich, wo ich mit dem Tuch ein bisschen getupft habe. Wirklich nur ganz, ganz wenig. Und genau diese Fläche ist komplett zerstört. Hier im Außenbereich sieht noch super aus, aber hier genau dieser Punkt ist schon beschädigt. Ich werde jetzt auch nochmal einen kleinen zusätzlichen Test machen, und zwar mit dem Finger einfach mal hier drüber wischen. Und schon ist dieser Film komplett vernichtet. Also diese Oberfläche ist so sensibel, und das sind auch die Erfahrungen, die viele hier aus der Community gemacht haben. Bei Facebook haben auch schon ein paar Leute geschrieben, dass diese Fläche unheimlich sensibel ist. Und ihr seht ganz deutlich, dass sich das hier auch bestätigt. Also wenn ich jetzt hier mit dem Waschhandschuh drüber gehe, ich habe jetzt hier ein ganz normales pH-neutrales Shampoo. Nur mal kurz drüber gewischt, sprühen wir das nochmal ab. Ja, da ist jetzt nichts mehr von diesem Schutz drauf. Es perlt zwar hier noch ein bisschen, jetzt sieht es so aus wie eine ganz normale Glasversiegelung, aber ihr hättet jetzt wieder das Phänomen, dass ihr die Tropfen auf der Spiegelfläche drauf habt. Also hier können wir uns den Riesenbelastungstest schon komplett sparen an der Stelle. Wir wollten eigentlich noch mit Glasreiniger drüber gehen. Wir haben extra auf der anderen Seite auch nochmal das aufgetragen. Aber wir können den Test ja nochmal mit Glasreiniger durchführen. Ich denke mal, das wird zum ähnlichen Ergebnis führen. Schauen wir uns das hier auf der anderen Seite an. Der Film noch komplett vorhanden. Hier sieht es wieder super aus. Ich nutze jetzt mal hier von Shiny Garage den Glasreiniger. Sprühe einmal auf. Und jetzt schauen wir mal, ob nur der reine Sprüher hier mit dem Glasreiniger schon alles beschädigt hat. Ja, hier bleibt so ein kleiner Film zurück. Ihr seht es ganz deutlich, jetzt bleiben auch die Tropfen drauf. Ja, jetzt ist es schwierig zu prüfen, weil den kriegen wir jetzt nicht ohne mechanische Beeinflussung hier wieder runter, den Glasreiniger. Aber spätestens jetzt würdet ihr euer Waffeltuch nehmen und den Spiegel reinigen. Und da, ja, habt ihr jetzt wieder den Film komplett vernichtet an der Stelle. So, wir haben noch einen kleinen Bonus für euch. Wir haben es auch nochmal hier auf die Kunststoff-LED-Scheinwerfer aufgetragen, haben alles im Umfeld abgeklebt und dann gleichmäßig eingesprüht. Nochmal der Hinweis, es ist nicht für Scheinwerfer gedacht, weil die Fläche ist einfach viel zu groß, da würdet ihr viel zu viel Produkt verschwenden, aber wir wollten es einfach mal für euch mit ausprobieren. Und hier machen wir jetzt nochmal genau denselben Test. Ich sprühe mal hier was auf und hier wird eher das Wasser durch die elektrostatische Aufladung an der Fläche gehalten. Das ist mal ein richtig krasser Effekt. Das sieht auf jeden Fall super aus. Das ist mal hier so ein richtiger cooler Magic-Effekt. Aber der gesamte Scheinwerfer nimmt hier kaum Wasser an. Wenn ich hier mal raufsprühe. Wenn eine Scheinwerferversiegelung so arbeiten würde, dann würdest du mir auch nach Hause holen. Das sieht super aus. Da könnte man fast denken, dass hier so eine Doppelglasscheibe ist, beziehungsweise eine Kunststoffscheibe, wo die Tropfen dazwischen gefangen sind und sich dann so ansammeln. Das sieht sehr, sehr lustig aus. Muss ich noch ein bisschen sprühen. Hier auch nochmal mit etwas erhöhterer Wassermenge. Auch ein super Effekt. Also es prallt komplett ab. Hier auch, selbst bei hart auftreffendem Wasserstrahl, da lässt sich diese Schicht noch nicht beeindrucken. Also ich tue jetzt schon richtig hart hier auf die Oberfläche das Wasser aufschlagen lassen. Jetzt machen wir mal einen kleinen Test. Ich gehe mal nur mit dem Tuch ganz vorsichtig. Machen wir hier so einen kleinen Punkt. Und schon haben wir hier diese kleine Schutzschicht komplett vernichtet. Ich mache auch noch mal so einen längeren Strich. Wirklich ganz vorsichtig. Ihr denkt bestimmt, ich drücke jetzt hier richtig auf. Ich tue das Tuch wirklich nur ganz leicht hier drüber führen. Und schon habt ihr diese Schutzschicht vollständig entfernt. Wenn wir jetzt einfach mal hier ganz normal drüber wischen, als würden wir den Scheinwerfer reinigen. Ja, damit habt ihr wieder diese Schutzschicht komplett vernichtet. Hier an der Seite ist er noch super drauf. Auch nochmal ein schönes Ergebnis und so ein kleiner Bonustest hier für euch. Aber der erste Effekt war auf jeden Fall richtig schön anzusehen, aber leider hält er nicht lange.
Und hier haben wir das Soft 99 Clarco Mirror Coat 00 für 0 km/h. Das hat sich auf jeden Fall bestätigt. Also selbst hier diese 90 Grad Flächen und auch vorne diese etwas geneigteren Flächen am Scheinwerfer, die wir mal mit in den Test genommen haben, haben gezeigt, dass das Wasser wirklich bei 0 km/h absolut von der Glas- bzw. auch Kunststoffoberfläche nach unten läuft. Es gab überhaupt keine Perlenbildung. Es war nichts auf den Flächen drauf. Wir haben auch nochmal mit dem Tuch versucht zu zeigen, dass wirklich nichts drauf ist. Nochmal ganz leicht hier die Fläche berührt und da war nichts an dem Tuch dran. Also es funktioniert erstmal, aber jetzt kommen wir zum großen Aber, denn diese Schutzschicht ist extrem instabil und das haben auch viele von euch schon hier bei Facebook zum Beispiel bestätigt, dass dieser Film sofort aufreißt bzw. beschädigt wird, wenn hier die geringste mechanische Beeinflussung auf die Fläche draufkommt. Waschhandschuh, Glasreiniger, vielleicht noch ein Waffeltuch oder selbst mein Finger hat schon diese Schicht angelöst. Ich bin wirklich nur ganz vorsichtig mal an einer kleinen Stelle mit dem Finger drüber gegangen und schon war die Schicht komplett aufgerissen an der Stelle und schon hat man wieder die Perlen und das ist ja genau das, was hier dieses Produkt verhindern soll. Wenn das jetzt noch eine längere Standzeit bekommt und diese Schicht vielleicht noch stabiler wird, dann ist das wirklich meiner Meinung nach die Zukunft, was hier vielleicht auch Scheibenversiegelung angeht. Weil dann würde jetzt zum Beispiel das Wasser, was hier jetzt drauf liegt, würde gar nicht halten. Es würde schon komplett nach unten laufen, beziehungsweise hätte das gar nicht den Halt, sich hier auf der Scheibe zu sammeln. Also für das Produkt jetzt erstmal aufgrund auch des Preises für 13, 15 Euro für diese 40 Milliliter, das ist einfach zu viel. Wir hatten hier einen Verbrauch von 2 Gramm Flüssigkeit pro Spiegel, das heißt 4 Gramm. Und ihr kommt auf jeden Fall dann noch ein ganzes Stück weiter und könnt noch viel mehr Spiegel damit versiegeln, aber irgendwann kommt diese kleine Flasche auch an ihre Grenze von der Füllmenge her. Wir haben ja noch den Scheinwerfer vorne komplett mit eingesprüht, das waren mindestens auch noch mal knapp 4 Seitenspiegel in der Fläche, damit haben wir jetzt nicht mehr so viel hier drin, aber ungefähr 2 Gramm hier habt ihr an Verbrauch für einen Spiegel. Und damit kommen wir zu einem abschließenden Fazitsatz. Das Produkt funktioniert super, aber hält einfach nichts aus. Und das waren auch eure Erfahrungen, die ihr so gemacht habt und das deckt sich auch 1:1 mit unseren Erfahrungen. Deswegen gab es trotzdem hier richtig beeindruckende Bilder, vor allen Dingen von am Scheinwerfer, diese kleinen Perlchen. Ich blende es euch nochmal ein, das war auf jeden Fall richtig krass zu sehen. Das gab es bis jetzt bei keiner Versiegelung. Laster gerade im Hintergrund, das war richtige Magie, die da hier zu sehen war. Aber nein, es war einfach nur diese Oberflächenaufladung hier an diesem Kunststoffscheinwerfer, der dann das Wasser, die Wasserperlen so leicht werden ließ. Und es lässt dann diese kleinen Wassertropfen so vorne an der Oberfläche tanzen. Das sah auf jeden Fall richtig schön aus. Und damit danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es wie immer unten in die Kommentare rein, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben, immer gern gesehen, das freut uns, wenn euch hier unsere Videos weiterhelfen. Damit bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.